kann er dann auch mal eine Lücke nutzen, die der Angie dann nicht zugemacht hat. Also, das wird jetzt ganz, ganz heiße 2-3 Runden werden, die wir jetzt hier erleben, hoffentlich. Freue ich mich schon riesig. Und kann jetzt hier dran, aber richtig dran. Ja, so ist das, wenn du hinter jemandem herfährst, siehst du eben auch deine Einlenkpunkte nicht alles. Und da passieren solche kleinen Fehlerchen, die wir beim Angie dann auch regelmäßig sehen in den zweiten Läufen. Ja, die und drei hier, die haben definitiv, haben die Nullsicht. Also doch, jetzt König riskiert's hier, aber da wo ein bisschen... Ja, das waren, ja, wahrscheinlich mit Anlehnen, aber gut, Tourenwagen. Gucken wir uns das nochmal an. Da hast du jetzt aber gerade weggeschaltet, wo der Kahn jetzt angreifen wird. So. Muss jetzt weiterlaufen lassen. Ja, jetzt muss man hier mal ein bisschen vorspulen. Sorry, ich wusste nicht, dass das so weit zurückgeht. So, hier das Manöver. Nee, da gab es keine Berührung. Der ist einfach nur zu weit rausgekommen, wollte Platz lassen. So, aber Karnitz ist noch dahinter, wir haben nichts verpasst. Und Hans-Peter Maid ist nach wie vor auch noch auf der 3. Also, ohne, wie gesagt, ich will ihm da nichts Böses, aber irgendwann hätten die zwei ihn mit Sicherheit geschnappt. Also, ist er, glaube auch ganz froh, dass er die los ist. Ja, Rambo mittlerweile auf der 6, hinter Andreas Oerlich, der auf der 5 rumfährt. Ich hab's doch gesagt, der Oerlich irgendwie hat der immer irgendwie, kriegt er das gebacken, dass er da irgendwo sich in Szene setzt, unauffällig in Szene setzt. Oh, was passiert da hinterm Karnitz? Oh. Ja, da ist natürlich noch richtig viel mehr Betrieb. Halt. So, hier Robert Stratner ist vorbei an Hans-Peter Maid. Und Andreas Oerlich ist jetzt dran an Hans-Peter Maid. Oh, das war aber auch mal eine weite Linie vom Robert. Ja. Und das sieht jetzt mir auch ganz so aus. König, schnellste Rennrunde 26.639. Und jetzt, ja, wir bremsen uns jetzt hier zu dritt hier durch. Jo, Andreas, da musst du mit rechnen. Das war ein Oldenburger Überholmanöver. Ja, und jetzt kommt hinten Rambo mit Überschuss. Ja. Oh, was ein Hammer. Und der geht auch mal hier gleich da durch. Ja, wunderbar zurechtgelegt. Also sofort ausgenutzt, daneben gesetzt. Ja, da sieht man, dass der Junge Erfahrung hat. Hier schon durch die Schikane? Nee, genau. Das wollten wir jetzt mal hier stehen lassen. So, da kommen sie alle. Da ist auch schon Felix Abelt. Guck an. Ja, auf der 10. Also, die Performance vom ersten... Oh, was ist denn da los? Hans-Peter Maid, ja. Hans-Peter Maid hat jetzt seinen Platz noch abgegeben an Alex Rambo. Vielleicht nimmt ihm das so ein bisschen die Angst vor dem Mittelfeld, dass er vielleicht das nächste Mal sein Quali so timet, dass er schon im ersten Rennen ein bisschen weiter vorne steht, weil die Performance hätte. Ja, ich bin überzeugt, er würde immer irgendwo so zwischen Platz 8 und 12 würde er immer landen. So, und jetzt hat es bei Oerlich geklappt. Ja, noch nicht ganz, doch, jetzt ist er durch. So, und dahinter haben wir Jörg Kompany. Auf 7. Was ist mit dem eigentlich passiert? Der muss ja auch auf 4 gestanden. Der ist von 4 gestartet. Ja, ich meine, am Anfang war eine Menge los. Ne? Gerade hier in der Kurve hatten wir ja auch noch ein paar Kontakte, ein paar Quersteher. Das ist hier erstmal nebeneinander. Ja. So, jetzt ist er durch. Der Jörg. Platz 6, das ist schon wie du sagst, also der Hans-Peter Maid lässt schon die Türen offen, bevor es in einen engen Zweikampf geht. Aber gut, ist ja auch in Ordnung. Ja. So, Hans-Peter jetzt auf 7. Ups. Auf der 8 Micha Würz. Auf der 9 Matthias Enkel. Auf der 10 Felix Appelt. Auf der 11 Jürgen Engelhardt.
auf der 12 Mario Schili. 13 für Daniel Lange-Jägermann. Mike Kolosche auf der 14. Auf der 15 Mirko Wenzel. Auf der 16 Andreas Braun. 17 für Klaus Schaschek. 18 Fred Donke. 19 Yves Mlekos. 20 Dirk Sassmannshausen. Der ist hier nicht gerade, ist gar nicht so wohl gerade. So, genau. Und hier haben wir Platz 1 und 2. Und Kahnitz musste wohl ein bisschen abreißen lassen, so wie es aussieht. Es sind schon 2 Sekunden. Platz 3 für Robert Stratner. Der wird in Kürze Besuch bekommen von Alex Rambo. Und Andreas Oehrlich ist da aber auch noch dran. Und Oehrlich hat die Performance, um mit Rambo zu fighten. Da bin ich mir sicher. Ja, diesmal auf jeden Fall. Und wir hoffen, dass er federfrei bleibt. Das war ja im ersten Lauf nicht ganz so. Ja. So, ja, der Robert wird gleich den Alex wieder vorbeilassen, wenn er in seinem Heck sitzt und wieder hinterherfahren. Gehe ich mal auch von aus. So, Micha Wirtz auf der Verfolgung von Hans-Peter Maid. Und Hans-Peter fährt jetzt eigentlich auf einer Position, wo er vom Leistungsvermögen her, wo ich ihn einschätzen würde. Also so Platz 7, 8, das ist eigentlich so im Fahrerfeld hier, sollte er sich da zurechtfinden. Und das ist ja auch nicht schlecht. Man muss immer vergessen, dass hier die richtig schnellen Leute am Start sind. Ne? Ja. Das muss man immer relativ sehen. Ich meine, wir sind ja am Wochenende oder am Samstag auch nur 8. oder 7. geworden. Das ist für uns ein Riesenerfolg, weil wir können genau sehen, wer vor uns steht. Für uns sind wir so in the best of the rest gewesen. Oh ja, also Platz die ersten nach dem Fahrerfeld. Wir hatten ja nur sehr wenige Ausfälle, also von daher ist das schon cool. So, Matthias Enke, Felix Appelt. Und mal hoffen, dass er keine Fehler macht, der Felix, und hier sein Rennen durchzieht. Mario Schili. Ja, eine sehr eigenwillige Linie durch die erste Kurve. Aber dahinter scheint es noch ein bisschen enger zu sein. Ja, auf der 11 und 12. Schauen wir mal, da ist Daniel Lange-Jägermann vorbei an Jürgen Engelhardt. Ja, vorne ist das passiert, was wir angekündigt haben. Alex Rambo ist jetzt am Robert Strate vorbei. Ja. Das ist aber jetzt keine Überraschung, da haben wir auch nichts verpasst. Aber wie gesagt, für die ganzen Zuschauer, die Hunderten, die jetzt dazugekommen sind, der Robert fährt hier als Wildcard. Genau. Und würde eh aus der Wertung rausfallen. Und da der Alex um die Meisterschaft fährt, steht dem einfach nicht im Weg. Also das ist eine ziemlich coole Geschichte. Also ich bin da bisher sehr, sehr begeistert, was hier abgeht. So, und jetzt wird es hier auch langsam noch enger. Oh ja. Da ist nämlich jetzt hier auch Mirko Wenzel. Der sagt sich, naja, ein paar Pünktchen würde ich schon ganz gern mitnehmen. So, Kolosche hier mit Angriff. Ja, das passt noch nicht. Und Wenzel sagt sich, ich warte mal den ganzen Krampel ein bisschen ab. Oh, ich sehe gerade, wir haben eine saugute Livestream-Qualität. Ja, habe ich vorhin auch mal gesehen, aber es gefällt. Vor allem haben wir kaum Verzögerung, sehe ich gerade. Ja. Ich kann ja fast den Livestream kommentieren. So, und hier sieht man das mal wunderbar, wie eng das Upsala. Ja, das war jetzt sicherlich. Da gucken wir uns nochmal zurück. Ja, das würde ich gerne nochmal sehen. Ich habe es gerade im Livestream gesehen. Da konnte man so wunderbar sehen, dass er in dem letzten Linksknick innen über die Curbs gefahren ist. Das Auto federt aus, versetzt dann und schon kommst du quer. Ja. Wir gucken uns das an. Achtet hier auf das, auf den Mike Kolosche, das ist, Regenbogenauto. Ja, erster Knick kommt, da kommen wir jetzt erst hin, ne? Genau.
So, Fehler. Ah, nee. Der. Nee. Doch. Geh mal von Cooper hinten. Genau. Zurück, mal, noch ein Stück zurück. Warte mal, ich versuche das mal anzuhalten. Und. Also, er ist ihm das mal hier hoch. Ja, der ist ihm. Siehst du? Der kommt nämlich auch quer vorne. Er ist ihm. Er hat ihn angeschubst. Okay. Hier kommt dann Wenzel durch. Ja, also auch mit einer kleinen Schramme, aber. Ja, es war seine Schuld. Also es lag gar nicht mal so sehr am Körb, sondern es war wirklich das Problem, dass er ihm einen Schubser mitgegeben hat und dadurch quer gestanden hat. Ja, Menno, da habe ich falsch gelegen. Menno. So, genau. Bing, was war das? Okay, Matthias Eng auf der 9. Micha Würz fightet hier mit, ist jetzt vorbei an Hans-Peter Maid. So, und hier hinten haben wir natürlich... Oh. Aber das ist der Hans-Peter wieder vorbei, oder? Nee, das war jetzt oder war nicht Hans-Peter. Oder war das an Wehren? Verstehst jetzt gerade nicht. Das ist nicht der, den wir wollten. So, jetzt gehen wir nochmal gucken. Micha Würz. Hans-Peter. Matthias Enke. Ah, das war irgendwie, war das Matthias Enke. Wir haben jetzt hier ziemlich dicht beieinander drei Online-Motorsport-Autos. Und ich bin hier auf eine falsche Taste gekommen. Da werden die Namen nicht weitergeschaltet. Ach, das... Oh, wer biegt denn da ab? Herr das Öhrlich? Sah mir jetzt aber sehr nach Öhrlich aus. Nee, der ist auf 5, oder? Ja, er ist nicht abgebogen. Das ist Peter Maid auf 8, auf 9 Enke. Die Lange Jägermann, Appelt, Wenzel auf 13, auf 14 Kolosche, 15 Engel. Der Yves Nekus war das. Ach, der Yves war das, genau. Ja. Ist auch raus jetzt, ja? Genau. Ja, genau, hat auch das Rennen beendet. So, ja, hier haben wir die beiden Führenden, André König und hier leider Bild. Viel zu schnell nach vorne gekommen sind, fand ich. Ja, also ja. Ja. Wir ärgern uns nicht, weil der André jetzt führt, sondern wir ärgern uns, dass es so schnell ging. Genau, soll er ruhig führen, aber reicht auch, wenn er es in der letzten Kurve schafft. Ja, richtig. So. Aber hier Robert Stratner im Fight mit Andreas Oehrlich. So, und da wollen wir mal hoffen, dass es da keine Diskussion gibt. Aber Oehrlich, weil mehr als Platz 4 ist für ihn hier nicht drin in diesem Rennen. Von daher, denke ich mal, hat er jetzt einfach noch ein bisschen Spaß mit Stratner. Und solange die sich nicht rauskegeln, ist eigentlich alles gut. Weil nach hinten hat er ausreichend Luft. 6 Sekunden oder so. Ja, nach hinten ist eine Menge Luft, das kann man deutlich sehen, ist richtig. Ja, nicht, dass sie ihm am Ende nachher hier 1, 2, 3 Sekunden fehlen, wenn der Alex Rambo seine Reifen wieder ruiniert hat. Hm? Ja, richtig. Ja, Mirko Wenzel ist jetzt, glaube ich, mächtig dran am Felix Appelt, 12 und 13, genau. Er kommt ja heute nicht so richtig in Schwung. Ja gut, wie gesagt, wenn er, weiß ich nicht, 8 Runden getrainiert hat, das ist kein Wunder. Also, er hat ein Setup gekriegt von Hans-Peter oder von Matthias Enke oder irgendwie und versucht jetzt hier irgendwie um Kurs zu kommen. Schön ist ja, dass die drei schon ewige Zeit... Oh, und Appelt hier mit Fehler! Oh, und trifft auch Wenzel! Mann! Bitter! Wenzel zwar vorbei, aber das hätte er sich sicherlich anders gewünscht. Jo. Aber das ist genau das hier auf dieser Strecke. Diese Curbs sind absolutes Gift an diesen Stellen. Janitz, Rambo, Stratner, wo ist Oehrlich hin? Ah, der ist noch dran. Dann bleiben wir mal bei den beiden noch ein bisschen. Ist dir was aufgefallen? Wir haben zu einer Situation geschaltet, wo was passiert ist und sind nicht irgendwo weggegangen, wo danach... Ja, genau.
mal gestern Abend einer sagen sollen. Ja, da hast du bestimmt... Autos in St. Petersburg. Genau. Entschuldigung. Ja, der kommt auf so eine Idee, mit 38 Autos auf so einer Strecke zu fahren. Also war wirklich, also Matthias und ich, wir haben, glaube ich, mehr geschwitzt als die Fahrer selbst. Weil du hast völlig den Überblick verloren. Völlig. Also es war die schlechteste Moderation, an die ich mich entsinnen kann, weil wir konnten eigentlich nur noch labern. Also mit Rennen und Kommentieren hatte das nichts mehr zu tun. Und lustig war, dass einer dann, ich frage jetzt hier im Livestream keine Namen, einer dann wirklich aus Vorsicht, der wusste einfach nicht mehr, wo er hin sollte mit seinem GT, wollte ein paar Überrundungen vorbeilassen, war aber dann einfach im Scheitelpunkt der Kurve, musste irgendwo hin und kam dann nicht mehr um die Kurve rum, weil er so langsam war und ist dann geradeaus im Reifenstapel und hat genau in der Ideallinie gestanden und das hat beiden Führenden die Führung gekostet, also den Führenden beider Klasse. Also der hat wirklich beide da irgendwie mehr oder weniger rausgekegelt. Ich glaube noch einen Zweitplatzierten, oh, da stand eben auch irgendjemand, irgendeinen Zweitplatzierten noch auf dem dritten Platz dann. Der hat dann noch eine Platzierung verloren. Also es war schon wirklich ein heftiges Rennen. Okay. Mhm. So, Jörg Kormany, was tut er? Momentan auf Platz 6 fahren und noch ziemlich weit weg von Andreas Oehrlich. Also da wird nicht sehr viel gehen. Aber Hans-Peter Maid und Micha Würz, da könnte eventuell, naja, das ist auch schon zu weit auseinander. Also sehr ungewöhnlich für ein zweites Rennen. Absolut. Ja, also das ist ja nicht so, dass die jetzt hier alle tierische Abstände hätten, aber die Abstände, die sie haben, die sind sehr ungewöhnlich. Wir erinnern uns an das Sprintrennen im Nürburgring, die besten 7 innerhalb von 10 oder 12 Sekunden am Ende. Und 2 Runden davor waren es irgendwie die besten 10 innerhalb von 7 Sekunden. 2 Runden vor Ende. Hier haben wir Mario Chili für Black Forest Racing. Und der hat hier aber Spaß mit Daniel Lange-Hegemann für Austria Racing. Austria Racing Team. Wasser Headsets mit Schnüren, ehrlich. Entweder sind sie in der Rolle vom Bürostuhl oder sie wickeln sich um den Fuß. So, gucken wir mal hier ins Cockpit. Bei den Schräglagen der Fahrzeuge, wenn sie denn hier gekürzt fahren, kann man auch in etwa erahnen, was da tatsächlich abgeht. Also es ist ja nun nicht so, dass der Fahrer sich im Sitz jetzt so mitbewegt, aber glaubt mir, wenn man das auf dem Monitor hat und man sitzt hier im Cockpit und fährt so, oh, hier Fehler, jetzt könnte es passen. Jetzt muss er, ah, er muss vom Gas gehen. Das war wieder genau in der Linie, aber jetzt ist er ganz dicht dran. Ja, jetzt muss er den Sprung einfach mitnehmen auf die Startziel. Jetzt wieder der kleine Fehler. Oh, ein bisschen viel über die Curbs. So, wer Bock hat auf diese Autos, morgen Abend das gleiche nochmal bei der VR. Auch mit mir am Mikrofon. Wer hätte das gedacht, dass ich mal bei der VR ein Rennen kommentiere? Wie konnte das geschehen? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, ich krieg da noch einen Beisitzer, der da ein bisschen auch die Leute kennt. Und gut, die meisten kenne ich wohl, aber naja, muss man mal ein bisschen schauen. Und ja, und dann gucken wir mal, was das da morgen gibt. Fahren in etwa das gleiche Reglement wie hier. Gleiche Autos, gleiche Physics. Also ist die einzige Liga, die die Erlaubnis hat, mehr oder weniger von uns, aber im Eigentlichen von Alfons Schurek. Ops, und das war's. Das war's. Das war der Abschied von Mario Chili auf Platz 11. Lange Hegemann jetzt durch. Ja, die als einzige Liga noch diese Modifikation fahren dürfen. Ich bin sicher, dass es der ein oder andere auch sonst noch tut, aber halt nicht öffentlich.
weil das ist nicht erlaubt. So. Irgendwie kann man nichts sagen. Die 4 Sekunden, die hat er wieder. Und wir haben noch 5 unten. Das war vorhin auch so. Und ich denke mal, weil zu diesem Zeitpunkt fährt jetzt vorne König jetzt auch schon auf diesen Abstand hinaus. Das heißt, er reimt sein Rennen jetzt so, dass der Abstand in etwa gleich bleibt. Das heißt, die 4 Sekunden werden wir höchstwahrscheinlich auch am Rennende sehen zwischen den beiden. Alex Rambo auch wieder 3. Platz. Ist natürlich schön. Wir können heute mit dem Interview müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Fragen wir recht doppelt ab. Ja, genau. Und Robert Stratner auf 4, auf 5, Andreas Oehrlich, der hier auch nicht wirklich ein Rezept findet. Vielleicht will er das auch gar nicht, weil er weiß ja genau, er ist eigentlich auf der 4. Auf der 5 Jörg Mani. Und er hat auch sicherlich nicht das Problem, dass Stratner jetzt vor ihm fährt, wo er vielleicht eigentlich hin gehörte, weil er geht die gleiche Performance, also da muss er sich nicht verstecken in der Stratner, oder Stratner fährt ihm da nicht um die Ohren, alles ist gut. Jokomani auf der 6. Mirko Wenzel ist raus, entschuldige, wenn ich dich da unterbreche. Oh ja, okay. Also ich sehe momentan hier nur... Ah, ist richtig, ja, genau. Genau. Also Micha Wirtz hier auf der 7, auf der 8 Hans-Peter Maid. Und das auch einigermaßen safe, weil sein Teamkollege Matthias Enke wird den Teufel tun und ihm diesen 8. Platz streitig machen. Platz 9 für... Nee. Entschuldige, Platz wir haben 9. den nächsten Ausfall, Jürgen Engelhardt. Was ist denn jetzt los? Da weiß ich nicht. Die haben alle keinen Bock mehr, 4 Runden vor Schluss. So, wie gesagt, Platz 4... 9. Matthias Enke. Matthias Enke, Platz 10 für Daniel Lange-Jägermann, Platz 11 für Mario Schili. Ich glaube, der hat mehr als ein Reifenproblem. Platz 11 für Felix Appelt und dank des Drehers wird's hier, jetzt haben wir hier nochmal eine ganz heiße Gruppe auf 11, 12 und 13. Wobei ich mal davon ausgehe, dass Schili hier jetzt wirklich auf seine Reifen aufpassen muss, sonst fährt er nämlich nicht zu Ende. Wir können ja mal das tun, was man eigentlich nicht macht. Wir können ja mal schauen, ob hier Ausfallgründe vermerkt sind. Aufhängung, Aufhängung. Da haben wir die Gründe. Also bei Engelhardt und Wenzel war es die Aufhängung, die zu Bruch gegangen ist. So, wollen wir mal gucken, ob die drei uns hier noch ein bisschen Spaß bereiten. Ich gehe mal davon aus, dass hier vielleicht die... Naja, Kolosche ist auch recht schnell unterwegs. Ja, auch der Felix hat ja zwischendurch eine gute Performance gezeigt, also die Konstanz... Ja, hält er den Kolosche hinter sich. Ja, das ist vorbei hier für Chili. Also da wird nicht mehr viel gehen, denke ich mir. Also die zwei Plätze hat er jetzt auch voll abgegeben. Aber er kämpft weiter. Ja, es sind ja nur noch 3 Runden, also... Naja, also so wie das... Also da aussieht, geht nicht mehr viel mit dem Auto, ne. Nee, also ich würde es... Ja, der hängt auch schief, der hat einen Platten. Der hat einen Platten. Ja, ja, man sieht's vorne rechts. Vorne rechts ist, der, ist das Auto hin. Also das wäre jetzt einfach nur noch an die Box fahren, um nicht mit Rundenrückstand hier in die Punkte zu kommen. Uiuiui. Ja, das war's. So, aber Mike Kolosche und Felix Appelt, die machen sich noch den Spaß hier. Und was auffällt, ist, dass der Stefan Kahn jetzt gerade irgendwie deutlich Zeit verliert vorne. Na, wahrscheinlich ja, fährt er wahrscheinlich einfach nur entspannt zu Ende. Er wird auch das Problem haben, ja. Dass ihm sein Reifen da Probleme macht. Also, wir merken uns, fürs nächste Saison, sollte das hier nochmal gefahren werden, dann, Brauchst das Leben, Reifenprobleme. Machen wir 5 Minuten länger, dann wird es richtig interessant. Ja, richtig. Nur eine Runde mehr würde wahrscheinlich schon reichen. Ja.
bei Kolosche da hinten. Das Heck sieht aus, als hätte man versucht, da eine Anhängerkupplung ranzubauen. Irgendwie misslungen ist. Aber er ist jetzt hier dran. Mal schauen, dass das hier noch ein bisschen vorwärts geht. Es wäre wirklich, was das Erfolgserlebnis betrifft, sicherlich für Kolosche noch etwas versöhnlich, denn das zweite Rennen lief alles andere als gut für ihn. Aber ich glaube, jetzt zeigt der Felix gerade, dass er nicht langsam ist und wenn er keine Fehler macht, ich sollte heute einfach nichts mehr sagen. Ja, das war die Geschichte mit dem Curb. Genau die Stelle ist es, bis Wenzel im ersten Rennen rausgehauen hat. Ja, so sieht das aus. Ja, also Mario Schili DNF. Jetzt gucken wir uns das mal das Karnitz-Drama an. Langsam sieht das nicht aus, was er macht. Also ich gehe mal davon aus, letzte Runde, was ist er gefahren? Mal hier schauen, 1:27.8, also hat wohl eine Sekunde verloren, ist aber nur eine halbe Sekunde langsamer als Rambo. Also ich denke mal, das ist schon taktisches Fahren. Ja, kontrollieren, das sieht noch aus. So, nach vorne geht nichts mehr. Also. Oh, da geht gleich ganz fürchterlich was los, weil nämlich gleich mal Angie König das Rennen gewinnt. Huch, da war ja schon wieder was. Genau. Richtig. So, da haben wir den Doppelsieger von Oschersleben. Herzlichen Glückwunsch, Alex Rambo. Angie König. Ja. So, okay. Platz 2 für Stefan Karnitz. Auch doppelt Platz 2 und Platz 3 hier für Alex Rambo. Okay. Ja, auch Platz 4 mit Robert Stratner. Tisch wie gerade. Andreas Oehrlich auf der 5. Diesmal fehlerfrei. Recht ein gutes Ergebnis. Jörg Comani, ja, wie im ersten Rennen, ne? Ereignisloses Rennen. Nichts nach vorne, nichts nach hinten. Keine Reifen, die ihn getroffen haben. Unfall, eine Werbetafel oder so. Er ist durchgekommen zum zweiten Mal. Heureka. Mhm. Michael Wirt auf der 7. Auf der 8 unseren Pole-Sitter Hans-Peter Maid. Ging doch, auch von vorne, oder? Mhm. Auf der 9 Matthias Enke. 10 kommt jetzt ins Ziel Daniel Lange-Hegemann. Auf der 11 in der letzten Kurve, genau, Mike Kolosche. Auf der 12 Felix Appelt. 13 kommt dann wahrscheinlich gleich Andreas Braun. Überrundet, Wow. 14, Dirk Sassmannshausen. 15, Fred Dunke. 16, Klaus Schaschek. Ausgeschieden, Mario Schilly, Jürgen Engelhardt, Mirko Wenzel, Yves Mlekus und wir. Nee, wir sind nicht aus. Wir können doch auf Fahren klicken. Soll ich mal machen? Ich kann noch fahren. Ich kann noch fahren hier. Siehst du? So, jetzt machen wir das mal, diesen Spaß. Wenn ich die Taste. Oh doch, jetzt geht auch. Ja, so. Jetzt fahren wir hier nochmal. Runde mit dem. Also, wenn ihr wüsstet, was ich hier für ein Bild habe. Die Ampel ist auch noch auf Grün. So. Okay. Jetzt stellen wir mal das Auto hier hin. Auf die Start und Ziel. Genau. Das haben wir ja noch nie gemacht. So. Ist das ein Bild? Ist das ein Bild, Alter? Aber hallo. So, jetzt ich sag dir nicht, was ich gerade gefragt wurde. Was denn? Ja, es hatte sowas irgendwie, glaube ich, mit Weihnachtsmarkt zu tun oder so. So, meine Damen und Herren, wir kommen in wenigen Sekunden zum Interview und wir bitten die Herren, das sage ich jetzt mal eben kurz durch, König Rambo Karnitz, König Karnitz Rambo, hier in unser Studio. Ich sage das eben durch, das ist glaube ich hier im Channel nicht zu hören. So, genau, die Herrschaften sind hoffentlich unterwegs. Der Stefan Karnitz ist schon da. Und wir werden in wenigen Sekunden uns hier jetzt das Interview antun. Da sind sie alle. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch alle drei. Wir haben heute von mir. Danke. Wir haben nur ein Rennen gefahren,
Also, ne, weil wir haben nur drei Testler, also was soll's. Das erste Mal meines Wissens in dieser Saison. Mal beim Drittplatzierten an. Wir mal eben beide Rennen zusammen und ich würde sagen, Jens, fang du einfach mal an und hol dir mal den Karnitz da irgendwie rein. Ja, Dritter war aber nicht der Karnitz. Entschuldigung, Rambo. Ach, ich hab ja, heute, ja, Weihnachtsmarkt. Ganz was anderes als sonst. Ja, ja, da kommen wir direkt zur entscheidenden Frage. Alex, was war los? Irgendwie beide Rennen extrem gut weggekommen am Start. Wir haben schon irgendwie gefeiert und beides Mal dann in den ersten zwei Kurven Probleme gehabt und wieder Plätze verloren. Ja, der Start war wirklich in beiden Rennen, also bis zur ersten Kurve oder beziehungsweise bis zur Hasseröder-Kurve immer ja, nahezu perfekt. Aber dann kam irgendwie ein Fehler im ersten Rennen der Dreher. Durch Eigenverschulden im zweiten Rennen war irgendwie so ein bisschen, ja, war ein bisschen Chaos. Da war links einer mittig und dann ging es da drunter und drüber, war ein bisschen schade, aber ja, letztendlich muss man halt zufrieden sein mit Platz 3 in beiden Läufen, weil Oschersleben war hier sowieso nicht so mein Pflaster anscheinend. Obwohl, ja, Oschersleben dachte ich eigentlich, es wird ein super Rennen für mich. Und ja, ist leider nicht so geworden. Die Zeiten waren absolut außer Konkurrenz diesmal. Ja, von daher kann man noch zufrieden sein mit P3 in beiden Läufen. Naja, außer Konkurrenz die Zeiten, das war jetzt ja, glaube ich, nicht ganz so. Du konntest, glaube ich, nur den beiden Jungs da vorne nicht folgen. Aber ansonsten, ja, zweimal aufs Podest. Kleiner Rückschlag für die Meisterschaft, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, war wirklich jetzt nicht so wunderbar für die Meisterschaft, wie du sagst, aber ja, was willst du machen? Bin zufrieden, dass ich noch zweimal angekommen bin. Im ersten Rennen war dann noch mein Reifen total kaputt in den letzten beiden Rechtskurven. Da hat der Robert noch ein bisschen zurückgesteckt, ansonsten wäre der auch noch durch, aber ja, war halt nicht so mein Tag heute. Ja, warst nur 6 Rennen vor der Brust, also kannst du noch ein bisschen Druck machen. Ja, auf jeden Fall. Ja, großartig. Also trotzdem, Alex, ich hab's genossen, dir heute zuzuschauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nicht, weil du auf Platz 3 mal endlich nicht Zweiter oder Erster geworden bist, sondern tatsächlich, weil es wirklich ein geiles Rennen war, weil die Strecke einfach sensationelle Action geboten hat von Bildern her, ob das jetzt nur den Fahrern gefallen hat oder nicht. Also für uns sah es ganz toll aus. Ja, auf alle Fälle herzlichen Glückwunsch dir zum dritten Platz. Danke. Und ich denke mal, es ist schon noch eine Platzierung, wo man gratulieren kann, auch wenn der Ehrgeiz jetzt da vielleicht ein bisschen sagt, naja gut. Ja, also P3 ist für mich heute absolut in Ordnung. Mir geht es halt bloß darum, dass die Zeiten halt nicht so waren, ja, wie ja. ich sie mir vorgestellt habe. Und das ja. ist eigentlich so der Punkt, wo ich sage, okay, P3 ist total in Ordnung, aber die Zeiten sind halt so ein bisschen beunruhigend, dass man halt sagt, ja, oder dass man halt nicht weiß, woran liegt es jetzt, ja? Dass man eine halbe Sekunde auf Angie verliert, zum Beispiel im ersten Sektor, und ja, keine Ahnung. Also muss man ein bisschen dran arbeiten fürs nächste Mal. Ja, denke ich mal. Kommen wir zum Zweitplatzierten, Stefan. Nach diesem grandiosen Auftritt auf dem Nürburgring, heute wieder mit deutlich mehr Erfolg auch gekrönt, in beiden Rennen Platz 2. Und ich sag mal, ich würde jetzt mal behaupten, die 4 Sekunden Abstand, dass die so blieben, lag vielleicht auch ein bisschen mit an Ange, aber nur mit gering, also wir kennen es nicht, dass Ange mit so wenig Vorsprung gewinnt. Gehe ich mal davon aus, dass du das nächste Rennen gewinnen wirst, Stefan? Sehr optimistisch. Nee, ja, erste Rennen, eigentlich waren beide Rennen langweilig. Ja, weder vor mir jemand zu sehen. Andrzej war halt das eine mal 4 Sekunden weg, das andere dann zum Schluss 10 Sekunden. Nach hinten war auch genug Platz, von daher war es eigentlich relativ langweilig. Mhm. Erste Rennen, ja, gibt's glaube ich nicht allzu viel zu sagen. Das war halt, ja, ein Rennen über gut 20 Runden. Also, das war ziemlich langweilig am zweiten Rennen. Das einzige Gute eigentlich war der Start, weil der war echt, der war echt gut. Also muss ich mich ja selbst loben. selbst Andrzej ist da nicht mitgekommen und das ist normalerweise genau andersrum der Fall. Ja. Aber was er speziell im zweiten Rennen heute gefahren ist, ich habe mir die Zeiten eben gerade nochmal ganz kurz angeguckt, er ist schon extrem stark, was er gefahren ist und ja, man kann ihm nur gratulieren, er hat verdient gewonnen in beiden Rennen. In beiden Rennen eigentlich keine Chance gehabt, im zweiten hätte ich eventuell
auf Startziel ihn angreifen können, aber selbst dann, glaube ich, waren es noch 18 Runden, die ich hätte vorne bleiben müssen und das wäre wahrscheinlich nicht gut gegangen. Oschersleben ist eh nicht meine Strecke, wir haben noch 3 Rennen und dann ja, ist der Mod endlich vorbei. Ach Mensch, jetzt sag doch mal. Also, ich denke mal, nichtsdestotrotz, ich meine, dir fehlen ja noch ein paar Pünktchen der Meisterschaft. Heute gibt es mal wieder nochmal 36 dazu. Aber insgesamt, jetzt sag mir nicht, dass dir das keinen Spaß macht, weil dann würdest du nämlich hier fahren. Ich kenne dich doch. ja gut. In erster Linie fahre ich ja, um die Teamflaggen hochzuhalten. Ach so. Hast du ja auch extra angemahnt, dass ich doch weit fahren soll, so ungefähr. Mhm. Dann mache ich das natürlich auch, selbstverständlich. Also, okay. Aber es geht natürlich auch um den Wettkampf, das ist natürlich richtig. Und 3 Rennen haben wir noch, ich glaube Brünn, Hockenheim und Schieß mich tot. Mhm. Und ich hoffe ja, dass ich wenigstens eines der 6 Rennen, die dann noch kommen, vielleicht vor Angema lande. Ja, wie gesagt, coole Nummer. Kommen wir zum Sieger und den überlasse ich natürlich wieder Jens. Ja, wunderbar. André, beeindruckend wieder. Pole als einziger mit einer 25er Zeit, ohne Konkurrenz im ersten Rennen und im zweiten Rennen bist du ja so schnell nach vorne gekommen, dass wir, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen enttäuscht waren. Wir haben uns. Wir fanden es gar nicht enttäuscht, wir fanden es scheiße. Ja, ich wollte es nicht so deutlich sagen. Wir hatten, gönnen dir den Sieg natürlich, aber wir hätten ein bisschen mehr, Show erwartet. Ne? So 2, 3, 4, 5 Runden, also ein bisschen kämpfen durchs Feld fahren, 2 Kämpfe und dann bist du nach 5 Kurven schon irgendwie Zweiter. Also, das muss langsamer gehen. Ja, erzähl mal. Ja, also, ja, wie gesagt, also Quali war zufriedenstellend. Ich habe mir als Ziel gesetzt, unter 26 zu fahren. Das habe ich dann noch hinbekommen im zweiten Quali. War ich sehr zufrieden, habe mir gedacht, super Ausgangsposition, jetzt musst du nur noch den Stefan hinter dir halten, weil ich habe manchmal beobachtet oder sehr oft beobachtet beim Training und da habe ich mir schon gedacht, oh, das wird sehr, sehr schwierig hier. Hat super funktioniert, erste Rennen, ja, kann ich Stefan nur zustimmen, war relativ langweilig. Ja, und im zweiten Rennen konnte ich halt profitieren durch den Unfall, der in der Hasseröder-Kurve war und konnte auch gleich an Stefan vorbeigehen. Das war, denke ich mal, der Hauptknackpunkt. Und ja, ich glaube, 5 oder 6 Leuten konnte ich in der Hasseröder, sonst wäre das ganz anders gelaufen. Aber so an sich, ja. Viel Glück gehabt im zweiten Rennen. Und ein bisschen leid für euch, dass es so schnell nach vorne ging. Ja, also merkst du mal, um uns einen Gefallen zu tun, beim nächsten Mal wartest du, lässt die Jungs wieder auf der Strecke fahren, dann fährst du weiter. Genau. Alles klar. Dann würde ich auch mal ein bisschen öfter zeigen. Ja, gut. Gut. So, dann kann ich nur sagen, war ein schönes Rennen, ein tolles Rennen. Es war nicht das Tollste, was wir bisher hatten, aber das muss man auch mal sagen. Aber es war für diese Strecke perfekt. Also für meine Verhältnisse sicherlich 4 Ausfälle pro Lauf. Das ist nicht unbedingt das, was wir gewohnt sind, aber das passiert nun mal, vor allem hier auf dieser Strecke. Wir haben es ja auch gesehen, das waren größtenteils Aufhängungsschäden. Also, ja, Jens, dein Fazit? Mein Fazit, ja, Oschersleben, 2 aufregende Rennen, wobei das erste überraschend aufregend war und das zweite überraschend wenig aufregend. Wenig aufregend, ja. Aber trotzdem, ja. Ich bleibe dabei, diese Serie zusammen mit der Schwesterserie sind einfach momentan nicht zu toppen und die Jungs, die hier am Start sind, gehören einfach dann mit dazu und es macht einfach einen Riesenspaß, dazu zu schauen, das zu kommentieren und jeder, der sich das nicht anschaut, ist selber schuld. Genau so ist es. So, schöne Restwoche und freut euch aufs Wochenende, da geht's hier wieder rund und wir, und vergesst nicht, morgen Abend das gleiche Spiel in der VR. Ja, wohl dann auch mit mir am Mikrofon. Und schauen wir mal, was uns da erwartet. Alles Gute, viel Spaß, bye bye.